Guten Tag, liebe Freunde, dass ihr alle wieder da seid, freut mich natürlich sehr. Auch Grüße gehen mal wieder raus an meine Stammkommentatoren. Super, klasse, auch herzlichen Dank dafür. Ja, und jetzt habe ich erfahren, dass es ein Himmelstempel ist. Ich dachte so von wegen, was für ein Stempel? Na, aber Himmelstempel. Nein, Himmelstempel. Okay. Obwohl, er könnte da fast in den Himmel hineinstempeln. Gut, ich war im Off natürlich auch wieder zurückgegangen und habe dann halt eben nochmal versucht, alles abzusuchen, was es in dieser grünen Höhle da gab. Oder grüne Hölle, so wie ich sie immer nenne. Ja, ein paar Fleischwanzen noch, Blutfliegen und das gewöhnliche Zeug von Sumpfgasdrohnen. Ja, bevor ich also in diese Richtung gehe, habe ich ja die Auswahl. Ich könnte entweder hier, glaube ich. Nee, das ist mir zu steil. So, dann kann man nämlich hier oben noch hoch. Also hier so irgendwie kann man da hinklettern. Oder man kann hier runter. Ja. Irgendwo konnte man... Ach ja, da unten runter. Aber ich will erstmal hier gucken. So, gucken, ob's... Ne? Da will er nicht hoch, oder was? Ich höre doch was. Ach, oben drüber sind bestimmt irgendwelche Scavies. Ja. So, dann gucken wir mal hier. Ah, da ein bisschen rutschitsch. Die schmatzen aber laut. So. Aha, grün. Es wird wieder grün. Und jetzt blühen. Was haben wir hier? Waldbärchen. Da sind sie doch, die Scavies. Hm. Ja, die werden wir jetzt einfach so flupp hier mit dem Nahkampfgerät hier kaputt machen. Nachdem ich wieder mal unter Artefakte mal den Ring hier außen angezogen habe. So, da kommt auch schon der erste an. Oh, die haben wohl ganz anders. Wüsten-Scavenger, die haben wohl ganz anders geklungen. Oh gut, okay, komm. Was soll's? Drauf. Na, drauf. Fertig. Ich glaube, jetzt ist auch ein bisschen so die Zeit gekommen, dass man dann schon ein bisschen mehr wagen kann. Oh, hier gibt es noch Kräutertjes. Gibt es denn hier noch Kräutertjes, die ich vergessen habe hier? Upsa, lazy. Waldbärchen. Und noch eine. Ja, und dann wäre es das hier wohl fürs Plateau, obwohl da oben irgendwie noch weitergehen würde. Na, mal gucken, wie weit wir da kommen. Oh ja. Das ist immer so ein Dickicht hier. Wenn die Schrift da nicht aufblitzen würde, wie zum Beispiel hier, hätte ich keine Chance, das zu sehen. Deswegen, hier war doch auch noch einer. Hier, siehst du? So, gut. Jetzt aber. Schauen wir mal weiter. Dann geht es da noch rum. Also hier noch rum. Da geht es aber nach oben. Ich schätze mal Richtung dieses Himmeltempel. Will ich aber noch nicht. Weil da unten sieht es interessanter aus. Obwohl. Ja, okay, das ist Bewaldung, ist das gut. Okay, dann werde ich mich dann da hingesellen. Und schauen wir mal. Wie bin ich denn da jetzt rumgekommen? Ja, leg's mir fit. Ach, Moment. Jetzt haben wir hier wieder eine Spalte. Ach, da. Da hätte ich lang gehen müssen. Aber gucken wir erst, was in der Spalte ist, liebe Freunde. Zuppi. Schau mal. Was wir hier finden. Das ist ja auch nur eine Höhle. Ah, da ist ja gleich so ein... Wer bist denn du jetzt?
Zäher Wüsten. Oh Gott. Der ist zäh. Der ist zäh. Wow, war der zäh. Und da ist ja noch so ein zäher Wüstenschattenläufer. Meine Frische. Lass mal was essen. Und da der ja am Schlafen ist, wäre es natürlich besser, ihn von hinten zu nehmen, also anzuschneiden. Gucken. Wo ist denn, ach hier, das ist ein Hinterteil, oder was? Okay. Zack, zack. Zack, zack. Zack. Oh. Über mir, okay. Okidoki. Oh, hab nicht so viel einstecken müssen. Dann geht das hier noch weiter. Aber war hier nicht auch noch irgendwas am Stecken? Nein? Gut. So, das geht hier irgendwie, verläuft das irgendwie hier noch viel, viel weiter. Und dann geht es woanders raus. Zwar, okay, hier in die Richtung. Ja, pardon my French, sorry liebe Leute, ich bin jetzt so ehrlich und gehe wieder zurück, weil ich doch lieber erstmal unten anfangen will. So, also dann gehe ich mal wieder zurück und überspringe das, bis ich wieder unten bin. So, hier ist Summer wieder, ne, da wo der Wasserfall ist und hier diese grünen Strippen und die süßen Männchen, Steinmännchen. Dann gehen wir mal hier lang. Ja. Ja. Und da hinten ist wieder so ein Löwe. Ein Tiger, so ein Löwe, irgendwas. Mhm. Okay. Giftfall habe ich schon. Eine Uhr. Löwin? Hallo. Hallo, Leo Leandra. Ja, das könnte klappen. Das klappt ja ganz gut. So. Wollen wir dir noch das Fell abziehen? Okay, gut. Auch schön. Ah, da unten gibt es wieder Grün. Schönes, saftiges Grün. So. Gibt es hier die Möglichkeit, hochzugehen? Nee, wohl eher nicht. Okidoki. Man weiß es ja nicht, ne? Immer mal ausprobieren, immer mal gucken. So, dann werde ich mal wieder mal abspeichern. Mal schauen, was es hier so alles gibt. Oder so kreucht und fleucht in der Ferne. Wieder ein Urlöwe. Ja, viele Urlöwen hier. Oh. Ein alter Freund namens Gollum Kristallum. Gollum Kristallum und eine Truhe. Und da hinten ist sein Kumpel. Gollum Kristallum Nummer 2. Ach, so geht's auch. Der kommt da gar nicht zum Umdrehen. Er macht nur ein Headbanger hier. Waldbärchen. Noch ein Waldbärchen habe ich gesehen. Und war nicht noch ein Waldbärchen hier? Genau, richtig. So, warten wir, bis die Musik wieder anfängt. Ansonsten muss ich sie wieder von der Hand anmachen. Also die Plattennadel wieder auflegen, sozusagen. Okay, speichere ich mal. Schön, wie diese Truhe so glänzt hier. Okay. Jetzt? Nein? Jawohl, okay. Das ist aber viel. Die Musik ist immer noch nicht gestartet. Machen wir sie wieder an. Gut. Könnte es hier noch so alles geben. Weiter technisch. Ehrentechnisch. Gefahrentechnisch zähes Krokodil. Okay. Ach, da ist es ja schon. Da ist es ja schon.
Ja, sehr zäh. So, weiter gucken. Erstmal hier so ein bisschen entlang der Felswand gehen. Noch ein zähes Krokodil. Und gucken, vielleicht treffe ich es ja von hier aus. Ja, treffe ich sogar. So, da muss ich aber schnell sein, weil das Ding bestimmt hier angerannt kommt, wie Michael Schumacher in seinem Rennboliden. Ja. Das weiß ich gar nicht. Jetzt habe ich Michael Schumacher gesagt. Lebt der denn noch? Ich weiß nur, dass er beim Skiunfall irgendwie ins Koma geraten ist, aber von dem hört man ja auch nichts mehr. Da ist noch was. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Er macht immer hier mit dem Kopf hin und her. Ach, shit. Daneben gehauen und dann sowas. Oh! Ich bin eine Stufe gestiege. Schön. Erstmal was esse. Boah, jetzt ist es natürlich dunkel geworden. Ich habe ein bisschen länger gebraucht, um zu essen. Gut. Okay, hier hat sich nichts geändert. Was ich nämlich gucken wollte, ist, wie viel... Oh, 50 Lernpunkte haben wir schon mittlerweile bekommen. Das ist gut. Und es ist genau 19.50 Uhr. Das wollte ich nämlich auch noch gucken. Zeit mal zu schlafen. So. Wo bist du denn hier? In diesem Dickicht. Das ist ja lebensmüde, ist das fast. So, ausruhen. So, jetzt aber. Jetzt ist cool. So. Wie wäre es, wenn du da mal rausgehst? Okidoki. Soll ich nochmal speichern? Ja. Stürmt irgendwie hier. Nein, das ist kein Sturm, das ist der Wasserfall. Der hier irgendwie aufhört. Okay. Alter, was ist hier alles noch? Ich traue mich irgendwie gar nicht weiter rein. Auf jeden Fall nochmal gucken hier. Wieder ein zähes Krokodil. Also zähe Krokodile und Urlöwen, Löwinnen sind hier zu finden. Gehen wir erstmal hier hin. Und geht es da irgendwie auch noch wieder hoch? Tatsache, hier geht es auch hoch. Na gut, okay. Wie ich es eben schon sagte, ich möchte ganz gerne wissen, was hier los ist. Ich bin aus der Reichweite des 10 Krokodils. Oh Leute, nee. Gibt es noch Weidenbeeren, Weidenbeeren, Weidenbeeren? Okay, mal ein bisschen hier. Raus. Zoomen. Mal ganz gut. So, wo bist du denn? Du warst doch hier. Da ist es wieder. Gucken, mal ins Grüne schießen, schauen. Ja. Na? Okay. War auch geschafft. Sehr gut. Gut, dann waren doch hier noch irgendwelche Waldbärchens. Noch eine? Nein? Ja, ich denke immer. Da ist noch ein zähes Krokodil, noch ein zähes Krokodil, noch ein zähes Krokodil. Leute, das wird ein sehr zäher Kampf. Okay, dann fangen wir mal hier an. Ja, okay, diesmal etwas schneller hier. Ah, mit den Kombos, weil die 10 Krokodile, die immer so nach hinten ausweichen, das ist ganz übel. Das ist auch, wenn ich nach vorne schlage. Naja, schauen wir mal weiter. Bei den beiden anderen, die hier in der Nähe sind. Ich glaube, du bist näher. Okay. Hallo? Wieso schlägst du nicht? Jetzt. Irgendwie hat er vergessen zu schlagen zu Anfang. Okay, schauen wir mal. Da ist noch was.
Ja, natürlich ein zähes Krokodil. Okay, rennen tue ich noch. Oh, zähes Krokodil haben wir noch mal da hier. Aber hier in der Richtung war noch eins. Ist sogar und ein Urlöwe. Jo, 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 jo. Na. Doch jetzt. Oh. Ah. Okay. Okay. Wunderbar, okay. Mhm. Ich bin meinem okay immer, ne? Und immer wenn ich im Schnitt das höre, dann denke ich mir, oh Mann, oh Mann, oh Mann, bin ich blöd. Was ist denn da noch? Noch mehr CU-Löwen oder was? Ne, CU-Krokodile. Da kriege ich nicht. Ach, da ist er. Doch, jetzt hat er es kapiert. So, also, zack. So. Zack. Zack. Hier muss man irgendwie dosierter arbeiten. Genau, richtig. Dann stecke ich auch nicht so viel ein. Gut, dann ist da der Urlöwe noch. So, werde ich aber erstmal abspeichern, was essen. Auf wie geht's? Komme ich denn durch? Durchs Dickicht mit dem Pfeil? Ja, komme ich. Ah. Auch wieder geschafft. Schön. So, jetzt spielt wieder Georg Zampf auf seiner Panflöte hier als musikalische Begleitung. Gut, okay, das war so ein Interpret aus den 70ern, der mit seiner Panflötenmusik da so ein bisschen Furore machte. Ich glaube, so zeitgleich war auch noch der Richard Kleidermann. Ah, hier ist wieder eine Waldbeere. Richard Kleidermann mit seinen Pur Adeline. Oh, hier sind Flüsschen. Ja, ich hätte ich mal woher geguckt. Ei, kommst oder kommst nicht? Oh ja, kommt nicht. Gut, dann können wir mal hier noch das Waldbärchen. Ah, da hinten ist er. Ich sehe seine Zähne. So, jetzt mach mal hin hier. Und hat mich sofort genatzt. Okay. Mann, und schon wieder so viel einstecken müssen. Mann, nur noch mal. Okay, dann machen wir mal eine volle Heilung da. Und natürlich auch gleich ein Speichern hinterher. Da muss ich mal Pause machen. Ja, dann. Weiter geht's im Prospekt Richtung Fluss. Ich befinde mich immer noch hier an der Wand. Oh. Da war noch ein Dings. Okay, na, das ging schon besser. Also immer nur mit links wäre wohl besser. Da kommen also diese Krokogatoren her, weil da Fluss ist. Hier nicht noch eine Waldbeere hier. Ah, da. Okay. Und da ist wieder einer. So. Warte mal, ich werde mal hier mal hinterm Baum verstecken. Das macht dem nichts aus hier. Ah. Zweimal was einstecken müssen. Menno, 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 Menno. Und da hinten ist wieder Fliegenzeug angesagt. Gut. Giftwespen. Noch ein zähes Krokodil. Als hätte ich es nicht gewusst. Moment. Mal hier. Im Visier holen. Na? Und doch zu weit weg. Da ist es. Gut. Noch eine Waldbeere.
Diese Mammutbäume, Leute, herrlich. Passen auch richtig hier zur Welt. Ach, das ist echt übel hier. Ist nur alles voll. Ich sehe nichts. Wünscht man sich doch manchmal so eine... Ist mal so ein... Und das packe ich nicht. Mit der Energie da. Ach, mit der Energie könnte es gehen. Okay. Gut. Trotzdem natzt er mich. Das ist echt nicht zu fassen. Ach ja. Was gibt es denn jetzt noch weiter hier? Giftige Wildwespe. Giftwespe. Eine wilde Giftwespe. Dann geht es jetzt hier auch noch weiter. Ne, noch ein CS-Krokodil. Nö, dann gehe ich erstmal hier auf dich. Okay. Oh, hier haben wir einen normalen Tiger oder einen König. Einen normalen Löwen. Oder was ist da hinten? Hallo? Komm doch mal hier hoch. Will er nicht? Will er nicht. Gut, dann müssen wir hier durchwarten. Was war das jetzt? Noch ein Krieger. Oh, war ja. Kräftiger Leopard. Aha, dann speichere ich mal lieber. So, weißt du was? Dann werde ich mich mal hier drauf stellen. Komm, geh mal hier hoch. Dass ich dann... Da oben ist ein Knochenkrieger, okay. So, den hole ich mir jetzt mal hier ran. Vielleicht... Oh, er hat mich schon gewittert. Du sollst Dings auspacken. Was ist denn jetzt hier bei mir los? Irgendwas stimmt hier noch nicht. Moment, liebe Freunde. Ja, ich weiß, woran es lag. Und zwar wollte ich die ganze Zeit meinen Bogen zücken. Und da war automatisch der letzte Pfeil noch gezogen. Na, jetzt aber, komm. Abgeschossen worden, besser gesagt. Alter, 400 Erfahrung. Und deswegen muss ich wieder neu beseiten, hätte ich beinahe gesagt, den Bogen mit den Giftpfeilen. Das ist echt hier sehr interessant. Ist da hinten dann Sackgasse oder was? Ah ja, richtig, da war ja noch das zähe Krokogator-Thiel. Ja, ja. Mann, oh Mann, oh Mann. Ich hab doch eben gesagt, ich wünsche mir manchmal hier irgendwie eine Giftwespe. Okay, komm. Ne? Ist irgendwo da hinten. So, vielleicht kann ich dich hier rüber locken. Okay. Der Fluss bremst ihn ein bisschen. Okay. Das ist gut gelaufen. Also. Von mir aus. Oh, war ja. Ist das? Was ein Urwald. Ach, übrigens sollte ich nochmal am besten erzählen, dass Black Pirate und Kirillis für die grüne Hölle verantwortlich sind, was das Konstruieren angeht. Also das Bewobben und das Mesh Programmieren. So. Auch du bist hin. So, jetzt sehen wir, hier geht's auch wieder irgendwo hoch. Wünsche mir echt einen Mähdrescher. Aber das hat halt eben nun mal so ein Urwald an sich, wenn er so bewuchert und bewachsen ist. So, wie wäre es mal mit Speichern? Machen wir jetzt mal. Okay, jetzt geht's da oben hoch oder machen wir jetzt dann den Kreis? Ziehen wir denn jetzt da den Kreis, wenn ich hier wieder hochgehe? Komme ich dann wieder da rum, wo ich ursprünglich war? Ich weiß es nicht. Nee, eigentlich nicht, weil da oben ist was.
Okidoki. Hier ist ein knorriger Baum. Oh, sehr schön, das klappt sogar. Mann, Mann, oh Mann, oh Mann, das geht da hinten noch weiter. Das dauert auch wieder ein paar Folgen. Und weiß man, weiß gar nicht, wo man sich denn hin beamen soll. Ach Leute, da hinten ist eine Teleportplattform. Hier haben wir auch wieder so einen Urlöwen. Haust du nicht ab? Und ein Trüchen. Bei so einer Säule. Jawohl. Bleibst du hier? Oh, nee, ne? Jetzt ist er weg. Okay. Ein paar Pfeile verschossen. Jetzt ist er einfach so weg. So, dann haben wir hier wieder so ein Steinheinz und irgendwo schläft wieder ein Schattenläufer. Ja. Okay. Okay. Moment. Ornamentsturm, Himmel. Zimmer. Was ist denn jetzt los? Wo kommen die denn plötzlich her? Und steh auf. Oh. Immer diese Jumpscare. Immer diese Jumpscares. Ja, das heißt das natürlich bei den Profis, also bei den Profi-Let's Playern oder wird halt eben so genannt. Also fachausdruckstechnisch. So, das war das mit dem Giftpfeil. Normale Pfeile habe ich nicht mehr. Jetzt versuche ich mal den Urlöwen doch nochmal hier anzupieksen. Ja, er denkt, es juckt nur, deswegen geht er mit seiner. So, und ich bitte dich, bleib jetzt endlich mal hier. Nicht zur Truhe hin, die will ich nachher noch knacken. Ja, jetzt macht er das gleiche wieder, oder? Knacks. Sollen deine Knochen brechen und nicht meine Pfeile? Treffe ich eine? Ja. In den freien Tod. Das wird er wohl nicht überlebt haben, oder? Na, wir werden ihn wiederfinden. Hoffe ich doch mal. Jetzt gucke ich aber erstmal hier, was so Ambach ist. Weil diese Golems da, die mussten ja wohl. Ich höre diesen. Ganz laut, diesen Schatten. Läufer viel zu laut. Okay, jetzt werde ich doch noch mal hier speichern. So, das Ding läuft. Du läufst auch. Wunderbar. Das bin ich nämlich. Ach, vielleicht sollte ich mal vorher noch mal was essen, liebe Leute. Denn es könnte ja ein haariger Kampf werden. Okay, die Kombination haben wir ja gesehen. So. So, bloß weg hier. Von wo aus kommen sie? Okay. Warte mal, gehen wir mal hier hoch. Zwei Stück. Was haben die jetzt wieder für Geschichten gemacht? Du sollst da doch nicht hinterher springen. So war das nicht geplant. Ah. Mann! So war das aber nicht geplant, liebe Freunde. Hammer. Na, dafür haben wir da wieder den. Ah, das ist der Urlöwe, der es nicht geschafft hat. Da seht ihr, oh, wie komme ich jetzt wieder hier hoch? Dann muss ich wieder an die gleiche Stelle mal eben hochjumpen, liebe Freunde. Jetzt bin ich wieder an der Truhe und da gab es doch einen Eintrag, die Himmelsscheibe. Ich habe das Ornament für den Schalter Sturm gefunden. Also, wir müssen uns merken, Sturm. Ja, und der Roland befindet sich jetzt in den letzten Zügen, was das hier angeht, was ach, du liebes Läuschen. Was die Minutenanzahl angeht. Aha. So, noch ein Pärchen hier. Aber die mache ich noch. Die hoffe ich noch hinzukriegen. Mann,
Jetzt, sehr gut. Versuchen wir es mal im Nahkampf. Steck doch mal da Waffe ein. Ich taste immer so schnell. So, da. Oh, oh. Da kommt ne. Während ich gefuttert habe. Ah, schade. Okay, ich hatte nicht abgespeichert, bevor ich den zweiten Angriff genommen habe. Ich versuche mal folgendes. Ich versuche die mal irgendwie zusammenzukriegen. Voll. Das ist auch schon mal jedenfalls viel besser. So. Urlöwin und Urlöwe on the Rocks. Okay. Auch gut. Sehr schön. Ja dann, gucken wir mal, was das für Plattförmchen ist. Vorher mal wieder speichern. Und dann hoffen, dass wir wieder hier an dieser Stelle zurückkommen, dass da so ein Gegenpol ist. Aha. Hier passiert nichts. Okay. Liebe Leute, an der Stelle mache ich auch wieder Schluss und bedanke mich fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Es grüßt herzlich euer David. Macht's gut. Tschüss.